Seit über einer Woche läuft der Unterricht auch in Neuss nur noch auf Distanz. Für uns ist das eine große Herausforderung. Als Vorsitzender des Neusser Schulausschusses und als Lehrer in einer Nachbarstadt erlebe ich das sehr intensiv. Die Aufgabe der Stadt Neuss ist es, die für den Unterricht notwendige Hardware zur Verfügung zu stellen. Und ich finde, die Stadt Neuss hat ihre Hausaufgaben gemacht. Im Sommer wurden über 4000 Endgeräte bestellt. Bedürftige Schülerinnen und Schüler können sich deshalb zum Beispiel ein iPad für den digitalen Unterricht ausleihen. Außerdem wurden alle Schulen an schnelle Glasfaser-Internet angeschlossen. Und die Stadt stellt Räume für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung, die zum Beispiel zu Hause kein Internet nutzen können. Außerdem wurden die Serverkapazitäten für Videokonferenzen deutlich aufgestockt. Anders als in anderen Städten ist das nach meiner Info von Anfang an hervorragend gelaufen. Jetzt kommt es aber auf die Lehrerinnen und Lehrer an. Ich stehe hier vor dem Medienzentrum des Kreises Neuss in Holzheim. Gerade jetzt in Zeiten des Distanzunterrichtes ist das eine wichtige Einrichtung. Lehrerinnen und Lehrer können hier Fortbildung erhalten, sie erhalten Beratung und Support und können sich auch Unterrichtsmaterial ausleihen. Denn auch nach der Pandemie wird es wichtig sein, den Unterricht fortzuentwickeln zu einem stärkeren, digital gestützten Unterricht.